Du legst dich abends beschwerdefrei ins Bett und musst am nächsten Morgen mit Schmerzen aufwachen. In so einem Fall passt sehr wahrscheinlich deine verwendete Schlafunterlage nicht zu deiner Körperform und deiner bevorzugten Schlafposition. Wir beleuchten in diesem Video an 3 konkreten Fallbeispielen, was schieflaufen kann und wie Bewegung und Haltung im Alltag und jetzt hier auch insbesondere während des Schlafs dazu führen können, dass die Beschwerden schlimmer werden. Beispiel 1. Person A hat Rückenbeschwerden im Lendenbereich und es wurde eine Bandscheibenvorwölbung in dieser Zone nach rechts diagnostiziert. In so einem Fall sind typischerweise Beugebewegung und Rotation nach links schmerzhaft, weil die Bandscheibe dadurch weiter nach rechts raus migriert und dort auf Nerven zum Beispiel drücken kann. Es ist dabei egal, ob man Bewegung macht oder Haltung einnimmt, wie dies jetzt zum Beispiel sitzend am Arbeitsplatz geschehen kann oder auch während der Nacht. Wenn deine Schlafunterlage und deine Schlafposition diese Tendenz noch weiter begünstigt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du mit Beschwerden aufwachst. Beispiel 2. Person B hat relativ breite Schultern, ein schmales Becken und schläft am liebsten auf der Seite. Über einen längeren Zeitraum beobachtet die Person, dass die Schulter sich am nächsten Morgen irgendwie verknautscht anfühlt und das Ganze auch immer schlimmer wird. Eines Tages, als die Person am Tag zuvor sehr viel über Kopf gearbeitet hat, stellt sie fest, dass sie am nächsten Morgen nicht nur mit einer verknautschten Schulter aufwacht, sondern das Ganze auch irgendwie während der Bewegung schmerzhaft ist. Ein Gang zum Arzt offenbart dann, dass da tatsächlich eine Entzündung drin steckt. Vermutlich hat der Bewegungsstress und der zusätzliche mechanische Stress durch das Schulterschlafen hier das Fass zum Überlaufen gebracht. Beispiel 3. Person C schläft am liebsten in der Bauchlage und das klappte bisher auch immer blendend. Kein Grund, diese Position zu ändern, anders kann die Person ohnehin nicht einschlafen. Bis zu einem bestimmten Ereignis jedenfalls. Es stand die Renovierung des Hauses an, es musste viel über Kopf gearbeitet werden und überhaupt musste viel gearbeitet werden. Und seit diesem Ereignis hatte die Person zunehmend Schmerzen in der Bauchlage. Stellt sich die Frage, ob die Überstreckung des Rückens vielleicht zu viel ist und in der Kombination mit der Überkopftätigkeit einfach das Fass auch hier wieder zum Überlaufen gebracht hat. Und natürlich lassen sich auch in diesen 3 Fällen mit gezielten Bewegungskorrekturen, Dehnungen und auch Kräftigungen in der Regel deutliche Verbesserungen erzielen. Falls du jedoch mit mehr Beschwerden aufwachst, als du zu Bett gehst, ist es nur logisch, sich auch mal deine Schlafunterlage genauer anzuschauen. Da das jedoch nicht mein Fachbereich ist, hole ich mir zu diesem Thema einen Experten dazu. Ich bin hier bei Frank Jäger im Traumkonzept, einem Fachgeschäft, der sich seit 30 Jahren auf ergonomischer Schlafberatung spezialisiert hat. Also die Experten, um eure liegebedingten Beschwerden und Schmerzen zu adressieren. Frank, kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, wir haben uns natürlich spezialisiert darauf, euch die richtige Matratze zu finden. Für euch, für euren Sport, für eure Wehwehchen, was auch immer. Uns gibt es in Köln, Bonn, Leipzig, Dresden und Berlin. Also über ganz Deutschland verteilt. Mich hat sehr überrascht, als ich gehört habe, dass ihr auch von Körperform spricht. Meine Zuschauer kennen das ja von meinem Kanal. Da spreche ich oft übers Hohlkreuz, über den Rundrücken und über den Flachrücken. Ihr macht das ein wenig anders. Kannst du das mal kurz ausführen? Ja, natürlich. Wir müssen ja irgendwo anfangen, beziehungsweise ihr müsst ja auch mal wissen, was für seid ihr denn für Typen? Insofern haben wir ein Typenwort erfunden, das nennt sich HEIA. H-E-I-A. Das, was es genauer ist, erklären wir gleich noch genau. Aber so viel sei schon mal gesagt, das ist eine grobe Einschätzung, wie ihr da am besten euch einfügen könnt. Also ich zum Beispiel, ich bin ein ganz klarer H-Typ. Schulterbreite wie Beckenbreite kompakt. Victor zum Beispiel ist eher ein E-Typ. Schlank, Schulterbreite als Becken. Und Juliane, meine Frau, ist eher ein I-Typ. Schlank, Schultern genauso breit wie Becken. Dann gibt es natürlich noch diesen A-Typ, den haben wir hier nicht. Schmale Schultern und eine Fotiertbreite haben wir nicht. Das hört sich für mich jetzt allerdings sehr grob an. Ja, das ist natürlich auch ganz grob gesagt. Es geht ja um Körperformen, wo wir diese Haier-System haben. Aber für uns geht es im Laden eigentlich viel mehr darum, wie ist denn eure Wirbelsäule gebaut. So, und wie wir das machen,
um das richtige Liegegefühl zu finden, um die richtige Gewichtsklasse und so weiter. Dafür haben wir unseren Wirbelscanner. Also am besten zeige ich dir mal jetzt mal, wie ich auf so einer Matratze liege, die eigentlich gar nichts für mich ist. Okay. Na, ich lege mich mal hin und dann siehst du mal meine Wirbelsäule von der Seite. Mal schauen, ob ich was erkenne. Ja, guck mal. Guck mal, ob einer guckt. Also du sagst, die passt gar nicht zu dir. Das heißt, du bräuchtest ja eigentlich wegen des Gewichts eine etwas festere Unterstützung hier. Ich versuche mal so ein bisschen abzufüllen. Also mir fällt, wenn ich dich jetzt gar nicht anfassen würde, würde ich jetzt denken, du liegst doch eigentlich ganz waagerecht drinne. Wenn ich jetzt hier so vielleicht abfahre mit der Hand, dann merke ich vielleicht, ja, okay, das hängt vielleicht ein bisschen durch. Aber ehrlich gesagt, so richtig sicher bin ich mir nicht und es fällt mir schon ziemlich schwer, es zu erkennen. Ja, siehste, das ist das, was man sieht und was ich fühle. Das passt überhaupt nicht zu mir. Weil ich hänge durch, das ist viel zu weich. Schulterzone ist so, geht so. Also, ich denke mal, wir sollten mal jetzt den Wirbelscanner dazu nehmen, der dann objektiv zeigt, wie meine Wirbelsäule tatsächlich auf dieser Matratze liegt. Das dauert ja wieder. Fühlst du jetzt auch eine Stauchung oder dass du da so durchhängst? Nimmst du das wahr? Ja. Okay. Ich nehme an, zu Hause hast du da auch eine 1A-Matratze, die perfekt auf deine Liegebedürfnisse ausgerichtet ist. Ja, klar. Also bei uns ist das nicht so, die Schuster hat die schlechtesten Schuhe, sondern wir sind schon tatsächlich. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wir sind schon tatsächlich. Obwohl wir tatsächlich jetzt, unser System ist jetzt 15 Jahre alt, wir langsam wieder ein neues haben. Aber 15 Jahre finde ich, ist ja auch schon eine gute Zeit. So lange hält das dann? Ja. Nicht schlecht, okay. So, wir haben jetzt hier deine Wirbelsäule, wie die jetzt gerade dort auf der Matratze lag. Was sieht man jetzt hier genau? Ja, also das ist jetzt mal ein tatsächliches Liegegefühl, wie ich es eben beschrieben habe. Ich sage, in der Schulter, das stimmt was nicht. Ne? Da müsste, die müsste eigentlich weiter runter. Hier, das Ganze ist ein bisschen zu schwammig. So, was mache ich mit diesem Bild? Ich könnte jetzt zusehen, dass ich die Schulter weiter runterkriege, aber nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich hier mehr Stütze brauche, um das ein bisschen höher zu bekommen und so damit meine Wirbelsäule gerade. Das ist aber tatsächlich mein Typ, mit 200 Gramm vorne zu viel. Aber ne, beim nächsten ist das wieder anders. Das ist ganz individuell. Das ein bisschen höher. Verstehe. Und schon liegt meine Wirbelsäule optimal ausbalanciert auf der Matratze. Insofern kann man sagen, dass du hier mehr Druck hattest als hier. Ja, ich hatte ja gesagt, das ist so die Schulter, keine Einsenkung. Das war mein Gefühl. Daraus jetzt allerdings den Schluss zu ziehen, dass man die Schulterzone weicher macht, wäre jetzt bei dir jetzt allerdings speziell falsch. Du müsstest, wie gesagt, hier mehr gestützt werden. Da wird hier mehr Support auf deine Wirbelsäule wirken und die Schulter erfährt nicht mehr so viel Druck. Genau so ist es. Victor, ab morgen kommst du zu uns in die Beratung. Ich bezweifle das ehrlich gesagt, dass ich hier anfangen könnte, denn ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden. Ich könnte noch nicht so richtig unterscheiden, wann mehr Unterstützung oder weniger Unterstützung im Bereich der Schulter angesagt wäre. Das heißt, wann die Schulter wirklich einsenken muss und wann ich den unteren Rücken oder den Rumpf, den Bauch mehr unterstützen müsste. Pass mal auf, ich zeig dir mal ein paar andere Bilder. Jetzt bin ich mal gespannt. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich dieses Durchhängen, ne, das war ja hier, das bin ich hier, meine Links, wenn ich jetzt noch weiter hier durchhänge, sieht die Wirbelsäule so aus. Ja? Da sieht man das jetzt heißt, nicht, dass du durchhängst. Da hänge ich noch mehr durch. Mhm. Die Schulterzone sieht eigentlich gerade aus, aber hier hänge ich jetzt noch mehr durch. Sprich, das wenn ist jetzt eine weichere Matratze das hier. Das wäre jetzt eine weichere Matratze, genau. Okay. So, und wenn ich jetzt hier... Das heißt, es wird schlimmer. Ja. So, und jetzt, wenn ich jetzt noch eine habe, diese hier, wo die Schulterzone komplett fehlt, das muss runter. Hier muss es hoch und hier muss runter. Das heißt, hier habe ich es durchhängend und die Schulterzone fehlt. Genau. Das ist also noch schlimmer. Noch schlimmer, genau. Also hier würde man jetzt an der Schulterzone arbeiten, damit die weiter runterkommt. Mhm. Und hier, wie auch bei mir auch, das Becken bzw. das höher machen.
die ja gucken, dass das... Also sprich in diesem Bereich härter. Härter, genau. Ne? So sieht man schön. Mhm. Ja, hier ist es eigentlich alles wunderbar. Mhm. Wo ist hier? Da ist der Knick. Okay. Und hier auch. Ne? Wenn das jetzt hier runterkommt, habe ich eine schöne, wunderbare, gerade Wirbelsäule. Okay, also sprich, nehmen wir mal an, diese Person hier hat jetzt einen Bandscheibenvorfall, der nach rechts rausgeht im Lendenbereich. Dann würde ich jetzt mal annehmen, dass hier dann in diesem Bereich mehr Beschwerden auftreten, weil diese Bandscheibe jetzt während des Schlafens nach unten rausgedrückt wird. Ja. Und bei dieser Person hier, wo die Schulterzone fehlt, die hat logischerweise dann Probleme in der Schulter. Oder wenn das jemand ist, der vielleicht auch darüber klagt, hier in diesem Bereich Schmerzen zu haben, dann wäre das für die auch hier wahrscheinlich der Super-GAU. Ja, so, was natürlich auch noch sehr wichtig ist für uns, dass wir immer erst ein Standbild machen. Aufrechte Wirbelsäule. Mhm. Das ist das A und O, um zum Beispiel auch für Bauch- oder Rückenschläfer die richtige Matratze zu finden. Ich sehe hier auch gerade die Person hier, von der das Standbild hier ist, die zeigt auch so ein etwas ausgeprägteres Hohlkreuz. Und da stelle ich mir jetzt persönlich vor, wenn die jetzt auch Probleme im Hohlkreuz hat, also irgendwie so Stauchungsprobleme, nicht immer muss das ja der Fall sein, aber wenn diese jetzt Probleme hat, dann ist das vermutlich in der Bauchlage mit einer zu weichen Matratze im Bereich der Körpermitte auch nicht das Gelbe vom Ei. Mich würde nicht wundern, wenn so eine Person dann auch Schmerzen hier im unteren Rücken hat. Aber in Anbetracht dessen, dass das Video auch schon etwas länger ist und ein neues Videoformat darstellt, der Frank und ich möchten euch hier nicht unnötig zutexten. Wenn ihr das Ganze auch nochmal für Bauch- und Rückenschläfer thematisiert haben möchtet, schreibt uns das bitte in die Kommentare und vielleicht darf ich dann auch nochmal vorbeikommen. Ja, natürlich. Ihr könnt gerne alle vorbeikommen, weil dieses Wirbelscanning ist komplett kostenlos. Ihr müsst euch allerdings 1,5 Stunden, 2 Stunden Zeit nehmen. Weil so lang dauert das eine ernsthafte Matratzenberatung. Weil es geht auch um Lattenrost, Kopfkissen und natürlich Bettdecke und Ähnliches. Ganz wichtig nochmal, das Ganze ist natürlich kein bezahltes Video. Ich bekomme hier keine Matratze und keine Decke. Wäre ich jetzt nicht traurig drum, aber das ist nicht vereinbart. Und deshalb ist mir ganz wichtig, es geht hier um Schmerzen beim Schlafen. Wenn du also Schmerzen hast, nach dem Aufwachen, dann ist es sehr wahrscheinlich, das, was ich eingangs des Videos nochmal gesagt habe, dass dein Lattenrost, deine Matratze, über das Lattenrost haben wir noch gar nicht geredet, das können wir auch nochmal mit einbauen, ja, weil das interagiert da ja auch nochmal. Es reicht nicht aus, wenn du eine Matratze dir auswählst, die zu dir passt, denn diese interagiert nochmal mit dem Lattenrost und da kann nochmal was ganz anderes rauskommen. Aber da, genau, wie gesagt, da können wir wahrscheinlich noch mehrere Videos zu machen. Ja, ja, natürlich. Wir haben jede Menge Videos auch auf unserem Kanal, Frag den Jäger vom Traumkonzept, wo auch ganz viele Sachen über Kopfkissen, Lattenroste, Schlafsofa. Die verlinke ich euch hier oder hier. Irgendwo wird es schon eingeblendet sein. Überall. Ja, Vito, hat Spaß gemacht mit dir. Super, danke dir, Frank. Bitteschön.